Hallo Fans und Freunde der Wiener. Es ist Winter geworden, also es ist richtig schön kalt schon, als wäre es Mitte November. Ja, und es geht auch schon zum letzten Auswärtsmatch in diesem Jahr gegen Red Star Penzing. Ja, da dürfen wir auch wieder mal mit 3 Punkten rechnen und hoffentlich die Tabellenführung. Die ist uns leider Gottes gegen Simmering abhanden gekommen, aber den 2. Platz behaupten wir und schauen wir, dass wir vorne mitspielen. Also meine Lieben, ich mache heute eine Ein-Mann-Fanmarsch vom 7. Bezirk, vom Gürtel weg, rauf Richtung Red Star Penzing. Kommt's mit und schauen wir uns das Spiel an. Also, auf zum Match. Bis gleich. Kammern Vienna. Ach, ein wunderbarer Tag heute. Die Sonne scheint. Ja, es ist recht kühl, aber ich bin jetzt schon einige Zeit unterwegs und da wird einem dann schon ganz warm. Ah, freue mich schon. Leider Gottes schon das vorletzte Match. Aber es gibt ja noch das Cup-Match am 28.11. Also sowas zum Anschauen haben wir noch dieses Jahr. Aber leider das letzte Auswärtsmatch in diesem Jahr in der Meisterschaft 2018-19. 2. Platz. Ja, die Auswärtsmatches waren nicht so berauschend. Jetzt gegen Hirschstetten 9:0 war natürlich ein ganz tolles Statement und hat uns sicherlich weitergebracht, aber Simmering ist recht hartnäckig und bleibt an der Tabellenspitze. Na, schauen wir und hoffen wir das Beste. Also, kamen Vienna. Ja, meine Lieben, ich hoffe, ihr habt fleißig unterwegs im Abseits geschaut. Damit wisst ihr auch Bescheid über Red Star Penzing und Otterkring. Danke an den Grimi, der sich da so toll einbringt und den Kanal mit seinem Wissen bereichert. Danke dir, Grimi. Oh, jetzt bin ich gleich da. Uff, jetzt freue ich mich aber schon auf ein Bier und freue mich auf ein spannendes Match, das wir hoffentlich gewinnen werden. Also gehen wir stark davon aus. Aber kann natürlich immer sein. Und deswegen volle Unterstützung unserer Kampfmannschaft, auf dass wir da siegreich nach Hause kommen. Also meine Lieben, Kam und Jena. Ja, liebe Vienna Fans, das war leider Gottes kein allzu schönes Spiel. 0:0 für unsere Mannschaft. Kein rühmlicher Auftritt. Und damit sind wir auf Tabellenplatz 2 hinter Simmering. Ich hoffe, es wird besser beim letzten Spiel, beim letzten Match auf der Hohen Warte. Ja, was sich ändern muss, ich hoffe, wir erfahren am 21. am Mittwoch mehr. Aber es muss was passieren, denn so kommen wir nicht weiter. Und wir wollen ja die Meisterschaft gewinnen. Bleiben wir unserer Mannschaft treu, feuern wir sie weiter an und hoffen, dass wir am Ende der Meisterschaft dann siegreich aufsteigen werden. Also, meine Lieben, bis zum nächsten Match und kamen wie einer. Meine Lieben, am 28.11. spielen wir wieder im Cup und zwar dieses Mal in der Gröben gegen Maccabi. Der Robert Heidinger von den Vienna Supporters hat sich ein bisschen unterhalten mit Trainern, Spielern und auch mit Vereinsverantwortlichen, um so den Verein ein bisschen vorzustellen und zu wissen auch, wie bereiten sie sich auf das Match vor, freuen sie sich darauf oder auch, welche Verbindungen gibt es zwischen Maccabi und unserer Vienna. Also, schaut euch das an und kam an Vienna. Wir sind heute hier im Happelstadion und
Wir sprechen heute über das Match gegen Maccabi Wien. Für die Wiener war es eine ziemlich große Überraschung, dass wir im Toto Cup jetzt in der nächsten Runde gegen Maccabi spielen werden. Und für mich persönlich war einmal die erste Reaktion: Maccabi Wien habe ich eigentlich vielleicht schon mal vorher gehört, aber nicht mehr richtig im Gedächtnis gehabt. Und wir haben einen Verein, einen jüdischen Verein als Gegner, jetzt in dieser zweiten Runde oder in der zweiten Runde für die Wiener. Ich glaube, für euch ist es schon ein wenig länger. Und das ist für uns eigentlich die erstmalige und vielleicht die einzige Gelegenheit, gegen einen jüdischen Verein wieder zu spielen. Ich glaube, das letzte Mal, obwohl ich bin mir nicht hundertprozentig sicher, war in der Zwischenkriegszeit gegen Hakor. Und seitdem hat es da keinen jüdischen Verein mehr gegeben, der als Identität dieses Jüdische gehabt hat und gegen die Wiener gespielt hat. Vincent, vielleicht kannst du uns ein bisschen was zu Maccabi erzählen. Also wie du es schon richtig gesagt hast, Maccabi ein jüdischer Verein, den es jetzt schon mehrere Jahre lang gibt, vor allen Dingen von Michi Magelos ins Leben gerufen. Und das wichtige Ziel von Maccabi ist einfach auch ein bisschen die jüdische Identität hochzuhalten. Und ganz wichtig ist, dass es halt ein offener Verein ist, also wo nicht nur jüdische Spieler spielen, sondern auch viele Nicht-Juden. Also ich bin ja auch kein Jude, und dass man sich aber quasi als offener, toleranter jüdischer Verein präsentiert. Was habt ihr hier gedacht, wie ihr gesehen habt, ihr spielt gegen die Wiener? Also wir haben uns natürlich riesig gefreut, weil es für uns ein totales Highlight-Spiel ist und natürlich jetzt zu unseren Spielen jetzt nicht so viele Zuschauer kommen und das für uns natürlich ein großes Highlight ist, wenn da viele Zuschauer kommen, gerade die Wiener-Fans, die ja auch bekannt sind, also für ihren guten Support und für ihre tolle Stimmung, und wir freuen uns einfach auf dieses Spiel. Wir spielen aber nicht auf euren normalen Platz, also wir spielen ja jetzt in der WAF Grum. Warum die Gruben? Warum die Gruben? Weil es ist halt einfach so, dass die Bestimmungen beim Polizeiplatz also sehr strikt sind und dass da einfach eine Durchführung des Heimspiels für uns in der Form, so wie wir es uns vorgestellt haben, nicht möglich gewesen ist, und deswegen sind wir auf den WAF-Platz ausgewichen, die da uns sehr entgegenkommen gewesen sind, und auch nochmal vielen Dank an den Peter Schrimpel, an den Obmann von WAF, die da wirklich sehr entgegenkommend gewesen sind. Gibt es von eurer Seite noch irgendwelche besonderen Begleitaktionen für dieses Match? Ja, auf jeden Fall. Wir haben im Vorfeld, spielen wir ein U8-Turnier mit allen beteiligten Parteien, also mit der U8 von Vienna, mit der Maccabi U8 und auch mit WAF U8 sowie die Football School, die ja quasi das Spiel organisiert. Ja. Und genauso wird auch Lang Turchmann, der Stürmer von der Austria kommt, der auch israelischer Nationalspieler ist, der quasi als Ehrengast kommt. Und genau, das sind jetzt mal so die Eckdaten, und natürlich wird es auch eine Tombola geben, sowie ganz normale Verköstigung, so wie es halt normal bei einem Fußballspiel ist. Ja, von den Wiener Supporters wird es beim Spiel erstmalig ein Gedenkheft zu den jüdischen Mitgliedern und Funktionären der Wiener geben. Der Titel leider nicht sehr schön, vertrieben und ermordet. Wir haben auch im letzten Jahr oder dieses Jahr im Frühjahr eine Gedenkchoreo für einen unserer Funktionäre, den ehemaligen Sektionsleiter der Wiener von 1916 bis 1926, Rudolf Grünwald, gemacht, der in einer schwierigen Zeit für die Wiener da war und auch mitverantwortlich geworden ist oder mitverantwortlich war, dass es die Hohe Warte und die Wiener, so wie wir es jetzt in unserer Geschichte haben, miterlebt haben. Leider wurde er von den Nazis zuerst nicht nur ausgegrenzt und verfolgt, sondern auch ermordet. Und dieses Heft werden wir jetzt vorziehen und extra zu diesem Spiel gegen Maccabi erstmals präsentieren und für die Öffentlichkeit zum Erwerben anbieten. Ja, finde ich eine super Idee, und vor allen Dingen, was gibt's, also der Anlass ist ja quasi wie gemalt oder wie gemacht dafür, und super, dass ihr das gemacht habt, und wirklich ein sehr passender Anlass. Hallo, du bist der Kapitän von Maccabi. Mhm. Kannst du dich vielleicht einmal kurz vorstellen und sagen, was Maccabi für dich bedeutet? Mhm. Also ich bin der Severino, bin wie gesagt der Kapitän von der Mannschaft, und
Maccabi ist für mich persönlich einfach ein Ort, wo sich Leute zusammenfinden, die sehr gerne Fußball spielen, die mittlerweile einen engeren Freundeskreis gebildet haben, die Spaß bei der Sache haben und die leidenschaftlich einfach ihrem Hobby nachgehen, dem Fußball spielen. Und das Spiel gegen die Vienna? Ich glaube, das Spiel für die Vienna ist für uns ein ganz besonderes Highlight, einfach weil die Vienna ein sehr traditioneller Verein ist, der eigentlich noch höher spielen müsste, als es derzeit macht. Da sind wir einer Meinung. Genau, trotzdem zwei Ligen bzw. eine Liga über uns spielt und für uns auf jeden Fall ein Highlight, gegen die Vienna spielen zu können. Was erwartest du dir vom Match sportlich? Also normalerweise wäre ich relativ pessimistisch, was ein Spiel gegen die Vienna betrifft, aber es ist ein Cup-Spiel und wie wir alle wissen, im Cup ist sehr viel möglich. Und eigene deswegen, Gesetze. Genau, und deswegen sind wir alle relativ zuversichtlich und hoffen auf eine Überraschung. Hast du noch irgendeine Message für die Vienna-Fans? Ja, also ich hoffe, ihr erscheint zahlreich. Ich war schon zwei, drei Mal bei euch auf der Hohen Warte. Die Stimmung war super und ich hoffe, ihr nehmt die Stimmung mit auf die Gruben und dass wir alle ein aufregendes Spiel vor uns haben. Wir haben auch den Trainer hier. Nach Kapitän und Pseudomanager haben wir auch den Trainer hier. Und wer bist du? Was wirst du am nächsten Mittwoch mit der Vienna machen? Ich bin der Milan, ich bin der Trainer der Kampfmannschaft SC Maccabi Wien, seit einem Jahr schon. Ja, für uns ist das Spiel ein großes Highlight, das letzte Spiel in der Saison, Cup-Spiel, also die Vienna kommt, was will man mehr. Wir wollen versuchen, das Spiel irgendwie offen zu gestalten, wollen versuchen auch selbst irgendwie ein bisschen was beizutragen, im Sinne von vielleicht auch weiterkommen und schauen wir mal. Also wir sind sehr optimistisch, dass es auf alle Fälle ein cooles Spiel wird. Was ist für dich das Besondere an Maccabi? Das Besondere an Maccabi sind die Leute. Ich bin schon länger, obwohl ich ziemlich jung bin, schon länger im Fußball unterwegs und so eine Stimmung, wie man sie bei Maccabi findet, sieht man eigentlich sehr selten. Also es ist sehr entspannt, es ist sehr, sehr fair, also die Leute reden sehr, sehr entspannt miteinander und es gibt sehr wenig Druck und es gibt sehr viel Respekt und das finde ich sehr cool. Das sind alles Werte, die auch die Vienna Fans und die Vienna Family vertritt. Was weißt du von der Vienna? Vienna, also ich weiß jetzt nicht viel, aber ist auf alle Fälle ein traditionsreicher Verein. Also die Fans sind bekannt, ich war schon zweimal beim Derby of Love. Also einmal auf der Hohen Warte und einmal im Stadion vom Sportclub. Jetzt vereinsintern kenne ich mich jetzt natürlich nicht so gut aus, aber ich finde den Verein sehr sympathisch, sehr cool. Also das, was er vertritt, finde ich sehr, sehr gut und ich finde, dass es mehr an solchen Vereinen geben müsste. Da bleibt mir nicht viel mehr zu sagen. Danke dir.